Der Hollywood-Regisseur Tony Scott ist tot. Scott, der Macher von Kinoerfolgen wie Top Gun und Staatsfeind Nummer 1, hat sich gestern Nachmittag in Los Angeles von einer Brücke gestürzt. Nach Angaben der Polizei deutet nichts auf ein Verbrechen hin. Der Regisseur soll einen Abschiedsbrief hinterlassen haben. Scott arbeitete zuletzt mit Schauspieler Tom Cruise an einer Fortsetzung von Top Gun, eines seiner erfolgreichsten Filme. Der Streifen aus dem Jahr 1986 öffnete ihm damals Tür und Tor in Hollywood. Stars wie Eddie Murphy, Dennis Hopper oder Denzel Washington in Die Entführung der U-Bahn Pelham 123 arbeiteten mit ihm zusammen. Unlock the door, do it now or I'll kill you. Der Macher mehrerer bekannter Actionfilme ist Bruder von Ridley Scott, des Regisseurs von Alien und Blade Runner.